Wirtschaftsminister Reinhard Mayer hat am Montag, den 18. September, drei Fördermittelbescheide an die Hansestadt Wismar übergeben. Das ist ein buntes Spektrum, was wir als Land zusammen mit Bundesmitteln fördern hier in Wismar. Da geht es um die weitere Erschließung eines Gewerbegebietes im Westen der Stadt, wo es vor allen Dingen darum geht, das Gelände entsprechend vorzubereiten, auch von den Abwasserleitungen her. Dann geht es darum, den Hafen zu erweitern, indem man neue Kai- und Umschlagflächen schaffen kann auf vorhandenem Gelände. Aber auch das kostet Geld, unterstützen wir die Stadt. Das eine über 2 Millionen, das eine knapp 2 Millionen Euro und dazu noch eine Deckenerneuerung für die Lübsche Straße. Senator Michael Berkan war vor Ort, um die Bescheide in Empfang zu nehmen. Städte und Kommunen sind mehr denn je auf Fördermittel angewiesen. Ohne Fördermittel kann man eigentlich nichts mehr leisten. Also kann man keine Baumaßnahmen oder andere Maßnahmen in Gang bekommen. Und es ist schon schwer genug, die Eigenmittelanteile immer noch zusammenzubekommen. Und wenn man guckt oder weiß, ja, die Baustoffpreise haben sich enorm erhöht, andere Dinge auch, dann ist es immer schwieriger, überhaupt Baumaßnahmen noch durchzufinanzieren. Umso wichtiger ist es, dass die jetzt auch begonnenen auch zu Ende gebaut werden, zügig zu Ende gebaut werden und dass die Fördermittel auch kommen. Künftige geplante Projekte der Hansestadt Wismar sind beispielsweise der Neubau eines Gebäudes für die Feuerwehr und die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes. Auch dafür wurden Fördermittel beantragt.